45 Minuten einmal mehr am Feld. Kann man da mit dem Punkt zufrieden sein? Nein, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, kann man nicht zufrieden sein. Aber St. Florian ist verdient 1-0 in Führung gegangen, weil sie die erste halbe Stunde super gespielt haben. Da haben wir sie zeitweise nicht so gut präsentiert. Aber dann nach einer halben Stunde sind wir immer besser ins Spiel gekommen und kurz vor der Halbzeit haben wir einen Ausgleich noch gemacht mit einem Elfmeter, was berechtigt war. Und dann zweite Halbzeit mit einmal mehr haben wir halt die Chance nicht reingehauen. Wir hätten 500-600-prozentige gehabt, aber heute haben wir das Glück, was wir in den ersten drei Partien gehabt haben, nicht gehabt. Du sagst zu Beginn der zweiten Halbzeit weh da. Was ist passiert? Mir hat es in der ersten Halbzeit schon einen leichten Stich im Wal gegeben. Und ich wollte es dann nochmal probieren, zweite Halbzeit. Und ich glaube, beim ersten schnellen Schritt ist dann Ärger geworden. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist, aber warten wir ab bis Montag und dann sehen wir mehr. Ein rassiges Derby geht zu Ende, 1-1. Wie zufrieden kann man damit sein? Ja, ich würde sagen, wir können schon sehr zufrieden sein, weil eigentlich ist es 1-1 kein schlechtes Ergebnis. Wir haben einen Punkt geholt. Natürlich hätten wir sie am liebsten drei mitgenommen, das nächste Spiel, aber wir dürfen nicht traurig sein, wenn wir zwei Punkte verlieren. Wenn wir gut gespielt haben, die Chance haben wir halt nicht reingehauen und wenn man Tore nicht macht, sieht man, was rauskommt, 1-1 und dann. Aber wir dürfen nicht unzufrieden sein. Das ist ein gutes Spiel war es und hat schon passt. Finde ich, für die Mannschaft passt es auch. Ein Punkt ist nicht schlecht. Und beim nächsten, wenn wir gegen Guten, machen wir wieder drei und dann schaut sich die Tabelle anders aus. Florian hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr gepresst. Wie schwierig war es da zum Spielen? Ja, es war schon schwierig, die haben schon gut gepresst am Anfang. Die ersten 20 Minuten sind wir ein bisschen hinterhergerannt. Aber wir haben dann gut ins Spiel reingefunden, finde ich, und das hat dann passt, weil. Wir sind dann reingekommen und dann sich mit der roten Karte. Eigentlich hätten wir verdient, hätten wir es sich mit drei Punkten angehen, aber reicht das leider nicht. Du bist da nur sehr junger Spieler, spielst da eine sehr wichtige Position. Wie tut man sich da? Ja, am Anfang war es schon schwer, die ersten zwei Spiele. Aber war relativ schwer da. Aber mit der Mannschaft, die zieht mich gut mit rein und dann die pushen mich auf und dann Spiel zu Spiel wird es eigentlich relativ besser. Und ich glaube, heute habe ich nicht so schlecht gespielt und es wird immer besser und ich will für die Mannschaft ein wichtiger Faktor sein. Also. 1-1 in einem sehr kampfbetonten Derby. Wie zufrieden bist du damit? Ja, also wir haben 45 Minuten mit einmal mehr agiert. Da müsste eigentlich mehr ausschauen, aber die St. Florian sind tief gestanden. Die wollten nichts anderes als wie den Punkt. Den haben sie über die Zeit gebracht. Wir haben halt dann doch noch zweite Halbzeit, glaube ich, gute Chancen vorgefunden, wo du eigentlich das zweite Tor machen musst. Ist uns heute nicht geglückt, aber den Punkt nehmen wir halt mit. Wir sind weiterhin umgeschlagen und das hat uns vor der Saison eigentlich keiner zutraut und das gefällt uns umso mehr. Florian hat speziell in der ersten Hälfte enorm gepresst. Wie schwierig war das da zum Spielen? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich sehr wenig Zugriff auf den Gegner gehabt. Wir sind eigentlich immer noch hinten nachgerannt. In der letzten Reihe haben wir dann oft die Bälle erwischt. Einmal haben wir es nicht geschafft. Hat schon klingelt. Das ist auf dem Niveau so, dass da wirst du halt für das bestraft. Zweite Halbzeit, ja, da tust du halt mit einem Mann leichter. Und ja, da haben halt wir versucht vorne gleich zu agieren und nicht reagieren. Und ja, gesagt, großteils ist in der zweiten Halbzeit geglückt. Aber aufs Ganze sehen darf man mit dem Punkt nicht zufrieden sein. Nächste Woche geht es dann gegen Gurten. Was für ein Ziel hat man da? Ja, auswärts wollen wir auf alle Fälle Punkte mitnehmen oder zumindest einen Punkt. Und ja, ich glaube, dass das möglich ist. Für das fahren wir da drauf, weil alles andere war ja eine Katastrophe für uns. Passt, danke fürs Kommen. Darf man mit dem Gast anfangen? Gerhard Klein, sportlicher Leiter von St. Florian. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Zufrieden mit dem Punkt? Ja, wir sind mehr als zufrieden mit diesem Punkt. Ich glaube, dass die Mannschaft heute wirklich eine tolle Leistung abgeliefert hat hier. Es sagt eh alles, wenn man mit einem Mann weniger eine ganze Halbzeit spielen muss. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen Vorwärts Steyr, die auch heute wirklich auch eine Top-Leistung gebracht haben. Trotz allem, wenn es jetzt nur 1-1 ausgegangen ist. Für uns, und ich spreche hier nur für meine Mannschaft, fühlt sie sich ganz, ganz bisschen wie ein Sieger. Ich muss aber auch dazu sagen, es haben in der ersten Halbzeit vier eklatante Abseitsfehler von der Linienrichterin dazu geführt, dass die vierte Entscheidung eben so eine Fehlentscheidung war, wo dann eben dann der Elfmeter rausgekommen ist. Aufnahmen besagen, dass mindestens ein Meter abseits war und dass möglicherweise das Foul kein Foul war. Aber das ist eben Fußball und mit dem müssen wir leben. Ja, wir sind sehr zufrieden und ich möchte aber hier an diesem Wege Vorwärts Steyr alles Gute für eine weitere sportliche Zukunft wünschen. Also trotzdem auch mit 7 Mann zweiter Halbzeit gut dagegen gehalten, also unterm Strich sehr zufrieden.
Ja, natürlich. Der Trainer ist bei einem Interview zuerst gefragt worden, ob es ein Glück war, dass die zwei Möglichkeiten zum Schluss zu nicht ins Tor gegangen sind. Die Antwort, das war ein Pech, dass man ganz einfach diese Fehlentscheidung habe hinnehmen müssen. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, das ist eben so. Wir haben eine ganz eine neue Truppe, wir haben 16 neue Leute gekauft. Das heißt, wir müssen uns auch erst richtig finden. Wir sind noch nicht dort, noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Und für uns ist das ganz einfach wichtig. Wir möchten mit dem Abstieg nichts zu tun haben, sondern uns in der Mitte etablieren und dort unser System und unsere Taktik verinnerlichen. Und ja, und wenn es möglich ist, den arrivierten Mannschaften, die weiter oben sind, halt trotzdem irgendwo ein bisschen das Leben schwer zu machen aus sportlicher Sicht. Der von Gerald Scheiblein noch um sein Resümee. Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir gegen das Pressing im Mittelfeld von St. Florian große Probleme gehabt, die ersten 25 Minuten. Ich denke, war St. Florian eine ganz klar bessere Mannschaft. Und dann haben wir doch ein, zwei sehr, sehr gute Torsituationen gehabt durch den Andreas Büringer. Da hätten wir eine Führung gekriegt. Die Führung war dann von St. Florian zu dem Zeitpunkt nicht unverdient. Auch wenn es, glaube ich, die einzige Deutschlands war, die einzige klare in der ersten Halbzeit. Und ja, und dann sind wir, wenn das stimmt, dass es eine Fehlentscheidung war, dann sind wir natürlich glücklich, kurz vor der Halbzeit wieder in den Spiel zurückgekommen. Ja, in der zweiten Halbzeit war es eben dann so, dass wir, obwohl ich mit dem Spielaufbau nicht zufrieden war, weil gegen 10 Leute muss man geduldiger spielen und viel mehr Spielverlagerung spielen, aber das sind halt, wie auch der Gerhard schon gesagt hat, auch wir sind noch nicht eingespielt genug, da haben wir noch zu wenig Zeit miteinander gehabt zum Arbeiten, da macht man zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Wir haben trotzdem sehr, sehr viele Torchancen erhalten und waren aber heute, es war nur mein Eindruck, nicht so geil auf den Sieg wie vielleicht die ersten Heimspiele. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass das mein Eindruck war. Und letztendlich müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Okay, jetzt ist ein Drittel von der Hinrunde schon gespielt. Kann man auch schon ein Zwischenfazit ziehen, 11 Punkte mit dem Hauptkampf vergleichend. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Runden? Ja, von den Punkten her ist es sensationell. Ja. Und ich darf nicht vergessen, wir haben Spiele ganz zum Schluss auch gewonnen, wo wir noch unentschieden hätten spielen können gegen WRC Amateure. Hätten wir gut und gerne das 0-0 spielen können. Und heute ist es halt einmal umgekehrt gewesen. Von dem her ist die Punkte sind sehr, sehr gut. Aber es geht ja nicht nur um Punkte, sondern gerade wenn man so viele Punkte hat, dann muss man auf das Spiel schauen und da gibt es schon sehr viel Arbeit. Aber wir sind jetzt mal froh, dass wir mit hinten zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft haben wir nichts zu tun haben. Das ist angenehm als Trainer für den ganzen Verein Jetzt geht es nach Gurten und in Gurten werden wir wahrscheinlich nur 2-3 Chancen kriegen und dort müssen wir wesentlich effektiver sein, wenn wir dort das mitnehmen wollen. Stichwort Gurten, der Alex Danninger ist, glaube ich, verletzt außer Oberschenkel oder was ist da, weiß man da schon was genau ist, was passiert ist? Ja, er hat kurz vor der Halbzeit schon Probleme gehabt mit der Wade, hat dann geglaubt, dass es funktioniert, aber hat dann gleich nach ein paar Sekunden einen schnellen Schritt gemacht und dann ist es halt nicht mehr weitergegangen. Muss man jetzt sich anschauen. Wenn es wirklich eine Zerrung ist oder vielleicht sogar mehr, dann fährt er sicher die nächsten 2-3 Wochen aus. Aber das wird es jetzt klären. Wir haben ja eine gute medizinische Abteilung, die schauen sich das gerade an. Und ich hoffe, dass es natürlich beim nächsten Spiel wieder geht, weil er sehr wichtig für uns ist. Die Frage noch an Gerhard Klein. Zwischenplatz nach 5 Runden. Habt ihr, glaube ich, 8 Punkte. Kann man wahrscheinlich auch zufrieden sein, oder? Naja, ich meine, wir sind natürlich sicherlich zufrieden. Vor ein paar Wochen hat uns das keiner zugetraut, muss man auch dazu sagen. Wir halten uns eigentlich so ganz gut. Man muss ja auch die Spiele sehen, die wir jetzt vorher gehabt haben, wo es wirklich immer an der Kippe auch gewesen ist, wo man unentschieden gespielt hat, wo wir einfach ja, selbst uns das Leben schwer gemacht haben durch irgendwelche Fehler, die normalerweise nicht passieren sollten. Aber das ist okay. Wir nehmen ganz einfach jedes Spiel für eine Herausforderung an. Und nächste Woche kommt natürlich das Highlight Blau-Weiß bei uns zu Hause. Und da wollen wir natürlich so richtig loslegen und einmal wirklich zeigen, was wir da haben, was wir wirklich drauf haben.
Wir wissen natürlich, dass da eine super Truppe kommt auch. Aber trotzdem, wir werden alles versuchen, dass man ganz einfach auch blau-weiß das Leben schwer macht. Ich hätte eine Frage. Ich würde nur fragen, so ein Spielklassen, dass das heutige Spiel so ein bisschen Wegweiser ist, ob es da weiter nach oben geht oder dann nach unten kippt. Das haben wir, glaube ich, gesagt, im Vorfeld des Spiels ist man so schlauer. Also weiter nach oben haben wir nicht gesagt, weil das war ein Problem für uns, dann waren wir Erster. Nein, es war ja nur Schmäh. Nein, wie gesagt, der Sieger, also vor allem in unserer Situation, wenn wir wieder das Spiel gewonnen hätten, dann hätten wir sicher davon ausgegangen, dass wir die nächsten 3-4 Wochen sich da oben festsetzen. Das haben wir heute, also Allerheiligen hat mit einem wesentlich besseren Kader heute auch verloren, ja, gegen eine sehr gute Stahlbauer Mannschaft. Also die Liga ruckt wie jedes Jahr sehr eng zusammen, man muss aufpassen. Unentschieden sind zwar okay, aber sie bringen da in der Tabelle nicht wirklich was. Ich denke aber trotzdem, dass wenn wir so weiterarbeiten, dann kann man schon noch 5 Runden sagen, dann können wir in der Liga bestehen. Platz 2 oder Platz 3, glaube ich, ist unrealistisch auf lange Sicht. Aber solange wir da vorne sind, haben wir nichts dagegen. Ich hätte noch eine Frage an den Gerald Scheibliner. Florian war extrem aggressiv in den ersten paar Minuten und haben auch stark gepresst und auch das Tor gemacht. Wie sehr hast du das erwartet gehabt? Ja, ich habe es ihnen schon zutraut. Also Florian ist ja jetzt keine Mannschaft, die keine Qualität hat. Ja. Man darf nicht vergessen, da sind sehr, sehr gute Spieler drinnen. Die haben eine sehr gute Mischung gefunden. Ja. Die haben ein paar gute Routiniers drinnen. Die haben sehr talentierte Spieler drinnen. Also auch wenn vielleicht für manche das eine No-Name-Truppe ist. Ja. Ich glaube, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, dann weiß man schon, dass man gegen eine sehr gute Mannschaft spielt. Ich war jetzt nicht überrascht, aber sie haben einfach sehr, sehr gut gespielt und es ist sehr, sehr viel gelungen in den ersten 25 Minuten. Und man darf aber nicht vergessen, dass wir im zentralen Mittelfeld einen Spieler mit 16 Jahren drin haben. Und der hat halt dann in manchen Phasen des Spiels Probleme mit dem Pressing. Aber das ist auch okay. Der Bursch muss dazulernen und mit jedem Spiel, mit jeder Minute lernt er. Und die Chancen geben wir auch unseren jungen Spieler. Und deswegen darf man jetzt auch nicht großartig überrascht sein, wenn man mal eine Phase spürt, wo man Probleme hat gegen eine gute Mannschaft. Nur kurz nachgefragt, die Aussage, die Mannschaft war heute nicht so geil auf den Sieg, wie es im ersten Heimspiel war. War das eine Interpretation der Körpersprache für die Spieler oder vom Auftreten her Angst vor Niederlage oder was? Oder wie war es zum Interpretieren? Also Angst vor Niederlage glaube ich nicht, aber ich denke, dass es immer schwierig ist, wenn du Spiele gewinnst und dann vergisst, wie du zu dem gekommen bist und vielleicht war eine gewisse Selbstzufriedenheit da und dann in Überzahl, glaube ich, hat man einfach gehofft, dass es irgendwie passiert, ja, mit viel Glück hätte es auch irgendwie passieren können, aber wir haben nicht den nötigen Willen gehabt zum Tor, die Chancen sind relativ leichtfertig vergeben worden. Und das ärgert mich einfach. Ich glaube, dass das halt ja, die Körpersprache von gewissen Spielern hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ja, und kann passieren in einem Spiel, aber wird ganz klar angesprochen und mit dem habe ich als Trainer schon ein Riesenproblem.